der Lazarus-Union und vom Chor Cantemus musikalisch begleitet wird. Es erfüllt uns mit Stolz, dass 48 Fahnen des Kameradschaftsbundes, der Freiwilligen Feuerwehr, der Gastorden und der uniformierten Traditionsverbänden unserem Fest einen würdigen Rahmen geben. Es ist uns auch eine Ehre, dass eine große Anzahl Ehrengäste das Kapitel, die Damen und Herren der Ehrenritterschaft, die Investitur unserer Postulanten und Expekten durch ihre Anwesenheit auszeichnen. Es erfolgt nun die österreichische Bundeshymne.
Erneuerung zu erfüllen. Ich verspreche bei meiner Ehre, die von mir Prinzessin, die als Offizier freiwillig übernommenen Pflichten gegenüber der Prinzessin, die gegenüber meinen Ortskameraden und Kameraden und gegenüber dem Präsidium so lange aufzuzügen, bis diese Verpflichtung wieder von mir genommen wird. Ich verspreche bei meiner Ehre, die Ehre und den Ortsgeist der Prinzessin zu bewahren, zu schützen und zu verteidigen. Ich werde nicht zulassen, dass diese Prinzipien verletzt werden. Sollte ich nicht mehr machen können, so werde ich meinen ehrhaften Abschied beantragen. Ich verspreche bei meiner Ehre, über meine Zeit bei CSD hinaus stillschweigen über alle internen CSD-Berate gegenüber jedermann zu bewahren. Dieses freiwillige Versprechen weist in dem Bewusstsein, ab diesem Augenblick ein Offizier des Zivils zu sein. Versprechen wir das? Ja, wir versprechen das. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst erlauben Sie mir, dass ich Ihnen meinen Gruß entbieten darf als Ehrengrußkommandeur unserer Gemeinschaft. Ich habe gerade jetzt im Laufe dieser Investiturfeier in diesen letzten Stunden so den Eindruck bekommen, es ist etwas Unglaubliches, was hier vonstatten geht. Etwas Unglaubliches deswegen, weil es in der Lage ist, den Blick jedes Menschen zu schärfen. Den Blick zu schärfen für das Wesentliche im menschlichen Leben. Den Blick zu schärfen dafür, worauf es eigentlich im Leben jedes Menschen ankommt. Alles und jedes ist heute technisch machbar. Wir sind im schönsten und wahrsten Sinne des Wortes auf Knopfdruck in der Lage, mit Gott und der Welt, möchte ich fast sagen, uns zu verbinden. Allerdings, wir sind immer weniger in der Lage, die Tür des Nachbarns zu finden. Nochmals herzliche Gratulation zu dieser Feierstunde. Danke dafür, dass ich bei dieser Gemeinschaft dabei sein darf. Und ich wünsche uns gemeinsam viel Erfolg bei unserem gemeinsamen Auftrag und Weg in die Zukunft. Lieber André, dein Vater hat den Antrag gestellt, dich in den Stand des Leitungsspektrums unserer Ehrenritterschaft aufzunehmen. Und das Kapitel ist diesem Antrag erfolgt. Trete vor. Lieber André, ist es dein freier Wille, die Ehrenritterschaft in unserer Gemeinschaft anzustreben? Bei meiner Ehre, ja, es ist es. Bei meiner Ehre, ja, ich will. Bei meiner Ehre, ja, so ist es. Bei meiner Ehre, das ist es. Bei meiner Ehre, ja, so ist es. Bei meiner Ehre, ja, so ist es. Bei meiner Ehre. Bei meiner Ehre, ja, so ist es. Bei meiner Ehre, ja, so ist es. Bei meiner Ehre, ja, so ist es. So empfange die äußeren Zeichen eines neuen Standes. Den einfachen Mantel. Und die Insignie eines Light Expectants.
abgeschlossen. Ehrenritter unserer Gemeinschaft angehören und unser Leibbild anerkennen. Ja, das will ich von ganzem Herzen. Ja, das will ich aus ganzem Herzen. Ja, das will ich von ganzem Herzen. Ja, das will ich aus ganzem Herzen. Alles von ganzem Herzen. Ja. Ich will es von ganzem Herzen. Und bist du dir auch bewusst, was es bedeutet, ein Mitglied dieser Gemeinschaft zu sein? Ja, das bin ich. So sei in unserer Ehrenritterschaft aus ganzem Herzen willkommen und empfange die Insignien deiner neuen Würde. Das Schwert. Den Mantel. Der Ehrenritterschaft der Lazarus-Union. Du hast nunmehr als 99. Ehrenritter die Zeichen deiner neuen Würde empfangen. Mögen dich diese Zeichen immer an die acht Tugenden eines Ritters erinnern
und möge dir die Kraft gegeben werden, danach zu handeln. Kraft des mir übertragenen Amtes bist du mit diesem symbolischen Ritterschlag hiermit ein Mitglied unserer Gemeinschaft die Erste bekommen. Du bist schon Ehrenritter, du bist jetzt die nächste Stufe, nämlich Ehrenritter-Kommandeur. Ehrengroßkommandeur, sozusagen vorläufige Amtskollegen, möchte ich heute meinen Vizepräsidenten und meinen stellvertretenden Unionskommandant Bernd Höhle ernennen. Aber ich glaube, Großkommandeur solltest du sein und ich darf euch eure Sterne sozusagen aussehen. Lieber Ludwig, ich bin nicht drauf, ich wüsste nicht wohin. Ich darf dir offiziell die Würde eines Großpräfekten innerhalb des SAF überreichen. Du bist in dieser Eigenschaft berechtigt, Investituren der gleichen Art, wie ich es jetzt durchführe, als Stellvertreter des Großmeisters durchzuführen und ich darf dir deine Amtskette überreichen. Nämlich meinen lieben
Altlandeshauptmann Dr. Erwin Röllig dazu bitten, anlässlich dieser Investitur diese Würde von uns anzunehmen. Der Mantelträger kommt. Das ist die grüne Schärpe. Zu dieser grünen Schärpe das Hinterkreuz. Das Anstecken werden ist ihr Licht, weil das ist schade und wenn schon ein Anzug. Ich glaube, dass wir nur die Hand geben, dass so in der Wasser. Wie gesagt, schon das einzige Mal, aber ich bin dir wirklich sehr, sehr dankbar. Vor allem bin ich dir dankbar, dass du das als Landeshauptmann. Er hatte Urkunden Nummer 3, bitte, möchte ich sagen, und ist daher auch als Gründungsmitglied, denn ich habe die Urkunden Nummer 12. Den Mantel.